Ja, schönen Tag und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Der Waschlöff von unserem Land sagt Hallo. Ja, ich bin gerade mal allein unterwegs. Der Kasi wird aber auch nachher dazu stoßen. Die Zeit nutze ich mal, um auf meine Felder ein bisschen was anzusehen. Ich glaube, sehen geht schon. Gucken wir mal gerade von den Temperaturen her. Ja. Und ich wollte nämlich mal das Ackergras machen. Ja, das sieht doch gut aus. 1 Grad bräuchte ich da gerade mal. Ja, wir sind ja auf der Ellerbach unterwegs. Heißt, jeder hat so sein Höfchen. Insofern kann ich hier auch ein bisschen alleine wurschteln, wo ich meine Sehne schwimmen muss. Muss man immer noch ein bisschen gucken, dass auch jeder von uns irgendwann mal online ist. Wegen Seasons. Nicht, dass der eine die ganze Zeit seinen Hof weiter kriegt, alles bestellt kriegt, und der andere guckt in die Röhre. So, ich glaube, der große MD, ich schau mal gerade, der braucht kein Gewicht. Dann fahren wir mit dem gerade mal zum Händler, beziehungsweise ich kann mir eigentlich mal ein bisschen Saatgut kaufen, würde ich sagen. Kasi hat das nämlich schon. Ich habe irgendwie noch gar nichts hier am Hof. Kann ich die auch mitnehmen? Die wollte ich eh verkaufen. Dann nehmen wir den kleinen. Kann ich hier schon die Paletten da liegen? Nein, natürlich nicht. Ich habe mir den Hof Wolf gegönnt anfangs und da habe ich die ganzen Schlafzeuge, die ich aber eigentlich teilweise gar nicht haben möchte. Und deswegen bringen wir das jetzt hier mal schön zurück zum Händler. Verkaufen die beiden immer noch. Können wir selber machen. Da werde ich wieder rein. Schreibt der Kanal wieder. Jo. Ja, der kommt nachher auch dazu. Sind wir wieder zu zweit hier unterwegs. Kann ich schon mal ein bisschen vorbereiten. Wenn ich meine Sachen fertig habe, kann ich ihm natürlich nochmal helfen, seine Felder fertig zu kriegen. Den lassen wir mal fahren. Dann kann ich mit dem anderen schon zum Feld. Ich wollte die kleinere, bei mir, ja, hier steht ja schon direkt davor, die 112. Wollte ich mit dem Ackergras mal machen. Wenn ich das richtig gehört habe, kann ich das nämlich dreschen und die Schwatt, die dann entsteht, würde ich dann pressen zu Silageballen. Hätte somit direkt Futter für meine Viecher. Das ist so der Plan. Viecher würde ich dann eigentlich nur. Ja, der war's. Mist und Gülle würde ich dann halt immer in den BGA packen. Schon zusammen schauen, und zwar brauche ich einen einfachen. Da wollte ich wirklich, eigentlich habe ich gedacht, den originalen Strautmann. Wollte ich mal gucken, was ich hier noch habe. Ich könnte auch den nehmen, auch gar nicht schlecht. Oder ich nehme eine Krone, obwohl die nicht der Kasi, dann würde ich den nehmen. Und
der Version. Oder wir nehmen den Krone in der Version, ja. Können recht die großen sein, ne? Gucken, wie der damit aussieht. Aber in 13 Tonnen sind die schon verschwindend klein, ne? Oh, die, das. Einer reicht mir da. Und dann brauchen wir auch ein bisschen Saatgut. Drei Stück. Und nehmen wir direkt vier. Und ich brauche noch eine Palettengabel. Gucken, ob der Kasi hier noch was anderes mit drin hat. Ja, für so einen Fendt. Für ihn interessiert's. Eine ganz normale. Möchte ich aber gerne einen Schwarz haben? Ja. Und da sind wir auch schon. Das ist ja klar, dass das nicht Spaß. Das bringen wir dann gleich zum Hof, sind dann dran an meinem Feld und dann kommt der für meine Seemaschine schon mal da stehen vorrätig. Der Regen aufhört, ist echt nervig. Als erstes kommt nicht mehr hier die verkaufen, die beiden Männer. Wenn wir nicht so doof im Weg kommen, hätte man da vorher machen können. So, den verkaufen. Und den anderen auch verkaufen. Zack. Sehr schön.
Kostenarbeitig, ne? Die sind ein bisschen rechtlich, die Dinger. Der passt so gar nicht. Einstiegen wir gleich noch gerade. Ja, das hat man gerade gesehen, dass der Wärme Schwerpunkt jetzt gerade sehr weit oben durch das Sackgut. Bisschen zu schnell eine Kurve. Macht man sich direkt ran. Ein bisschen drüber schieben, das muss doch möglich sein. Manchmal hängen die echt fest auf der Gabel. So, jetzt mal von der anderen Seite. Dann sollte das passen. So, mal die noch fest. Einmal festzuholen. Auto Drive fahren. Dann schlurf rot. Dann wir schon mal raus. Ja, ihr seht neues Vicon bzw. Querneland DLC ist dabei. Da habe ich mir direkt die Direktsaatmaschine geholt. Echt hübsches Ding. Die füllen wir jetzt gleich mal auf.
Und dann jagen wir hier über Feld 112. Mir gehört noch nicht allzu viel. Das ist eine Wiese, die 115. Die 113 ist eine Wiese. Und das sind drei Felder. Da werde ich irgendwie Hafer drauf machen, denke ich mal. Und hier Gerste. Und hier auch ein bisschen Stroh. Grasballen haben wir dann genug. Durch. Ja, ist halt die Frage, ob man, wenn ich eh Grasballen habe. Aber wieso nicht? Durch das Ackergras kriege ich nochmal was durch den Verkauf. Kann man gerade gucken, wenn man hier oben guckt. Da müsste ja das Ackergras auch da sein. Heu, Stroh, Mist, Gülle, Luzern, Luzern, Heu. Ackergras, Bayer, Agrar, ja. Super Reifeisen. Bringt gar nicht mal so wenig. Es lohnt sich halt schon. Ja, und der Kasi, der hat halt den Hof hier hinten. Hof Katzenfeld ist das, glaube ich, der hier. Und die 37, 83, 51 und die 9 gehört ihm. Ah, hier unten hat er auch noch eins. Hat er sich, glaube ich, letztes Mal noch gekauft. Ja, für mich wäre noch die Wiese, glaube ich, ganz interessant. Mehr als genug dann für die Viecher. Wollte ich ein bisschen mehr so auf Grünland arbeiten gehen. So, da können wir mal reinspringen. Da ist der Sperre. Ja, kriegt er hier. Mal gucken, wie viel reingeht. Weiß ich nicht, oder nicht. Oh, ordentlich. 2000 oder was? Ja. Sehr cool. Mach's direkt zu. Ja, liebe Leute. Einmal Saatgut holen in dieser Folge. Mehr ist von der Zeit gar nicht drin, sehe ich gerade. Dann geht es in der nächsten Folge weiter. Werde ich hier mit der Sämaschine hier aus dem Vicon DLC werde ich dann mal Ackergras hier sehen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Lasst einen Daumen da und bis zum nächsten Mal. Der Waschel von diesem Landen sagt tschüss.